Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot zu einem weiteren Mondgespräch. Diesmal geht es um den Vollmond in der Jungfrau. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank auch für eure wunderbaren Kommentare und Rückmeldungen auf das vergangene Video. Wie immer bin ich sehr gespannt. Ich freue mich wieder. Hallo Katja. Hallo. Vielen Dank, dass wir wieder bei dir sein dürfen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr neugierig auf die aktuelle astrologische Wetterlage zu diesem Vollmond. Im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, dass das der letzte Vollmond in diesem astrologischen Jahr ist. Also das kann nochmal wirklich spannend werden. Ja, und wie immer überlasse ich an dieser Stelle dann auch gleich dir das Wort. Hallo Sarah. Ja. Wir kommen zum letzten Vollmond in diesem astrologischen Jahr. Vollmond in der Jungfrau. Es findet am 24.02.24 statt, um 13.31 Uhr. Spannend. Da haben wir schon gleich einige magische Zahlen mit dabei. Das hört sich schon sehr magisch an und ein bisschen eine Magie hat der Vollmond. Da geht es auch um Magie, mhm, ne? Und um Spiritualität. Aber genau, also es wird schon so eingeläutet. Mhm. Genau. Und es ist der letzte Vollmond im astrologischen Jahr. Wir sind in der Fischezeit, wir sind in der Auflösung. Und das ist so ein bisschen, also man nennt den auch Hornung, den Vollmond. Da ja, werfen halt die Hirsche die Geweihe ab und so ein bisschen in dieser alte Ballast, das alte Verhornte geht, mhm, und damit was Neues wieder entstehen kann, so ein bisschen so eine Energy hat es, also die Auflösung, das Ende, mhm, um dann halt wieder einen neuen Zyklus zu beginnen, das dann beim nächsten Vollmond so sein wird. Da fängt das neue astrologische Jahr an und zwar wird das das Sonnenjahr sein. Mhm. Ne? Wir beenden jetzt das Marsjahr. Der hat auch noch einen Auftritt, der Mars, hier, mhm, in dem Gespräch. Und dieser Mond findet in der Jungfrau statt, Zeichen Erde. Ja. Und nochmal so Vollmond, ne, der beleuchtet natürlich hier unsere Bedürfnisse und wo wir uns so geborgen fühlen. Und im Jungfrau-Kontext, also das Jungfrau-Bild, Jungfrau beschreibt, dass sie, Jungfrauen sind halt sehr realistisch, analytisch, mhm, Jungfrau-Prinzip steht für Körper, Geist und Seele. Jungfrauen sind sachlich und praktisch, sind sehr fleißig, ordnungsliebend. Mhm. Ne? Also das muss jetzt nicht immer gefühlt im Raum Ordnung sein, aber irgendwo muss schon Ordnung sein. Kann auch sein, dass der Jungfrau-Menschen einen sehr aufgeräumten Computer haben. Also, mhm, die, mhm, haben schon ihre Strukturen, so, ne? Wo sie halt ja, dann klarkommen auch, ne? Weil sie ganz viel im Kopf machen. Merkur, mhm, Herrscher, Kopf, Denken. Ne? Ja, das Jungfrau-Prinzip steht auch für den Alltag und die Gesundheit, also das sechste Haus. Ne? Die Schattenseiten von Jungfrau ist auch sehr, das ist die Wirkung sehr kühlend, besserwisserisch und rechthaberisch, mhm, ne? Weil sie halt wirklich viel durchkaspern in ihrem Kopf. Dann denken sie natürlich, ich habe das jetzt alles so genau analysiert, das, da werde ich schon recht haben. Ja, also das ist schon so, ne? Genau. Aber der Fisch, der sagt dann immer, was mir überhaupt gleich gerade zukommt, jetzt mach mal locker, mhm, jetzt bist du da mal. Mhm. Lass mal ein bisschen fließen. Ja, lass mal ein bisschen fließen, genau. Mhm. Genau, also was man aber grundsätzlich bei so einem Jungfrau-Mond macht, ist halt Ordnung schaffen im Familienkontext, also sozusagen da vielleicht die Wohnung nochmal neu putzen oder vielleicht schon mal die Pläne, wo es halt im Familienurlaub hingeht, da wirklich Strukturen schaffen, seinen Alltag strukturieren, ja, und Gesundheitspläne kann man da gut erstellen und auch seine Emotionen kann man auch analysieren, warum ticke ich denn jetzt bei dem, also was triggert, mhm, mich so, mhm, ne? Das kann man mal so gut beleuchten, warum man eigentlich so manchmal so tickt, wie man tickt, mhm, woher das kommt. Okay. So was ist das. Und
also auch so allgemein, ja, in der Grundstimmung halt, wieso passiert denn jetzt das und das? Ne, das kann man halt da gut analysieren. Vielleicht findet man da eine Lösung, warum Menschen so manchmal ticken, wie sie ticken, mhm, und handeln, wie sie handeln. Genau, und natürlich wieder bei diesem Vollmond kann man halt auch ganz schön krass träumen. Ne? Vielleicht hat, okay, man da auch so ein bisschen eine Vorahnung oder so, weil wird ja von dieser Fische-Energie so beleuchtet. Also dieses Nirvana-feinstoffliche, mhm, Fische-Prinzip. Das ist ja auch so eine Zeit, die Fische-Zeit, das ist diese Auflösungszeit, wo man halt alte Schlacke loswerden will. Das ist ja, fließt ja auch so in diese Fastenzeit. Ne? Mhm. Also viele fasten ja jetzt, um den alten Schlick wegzubekommen, wie wir mit der Hornung das Alte was rausgespült werden, mhm, damit Freshness reinkommt. Das wäre dann auch nochmal ganz gezielt ein guter Zeitraum um diesen Vollmond, ja, um zu sagen, ich mache jetzt mal 2-3 Tage Wasserfasten oder so. Ja, mhm, nochmal alte Schlacke loswerden, mhm, ja, das ist super gut, mhm, da mal aufzuräumen in seinem Körper, in seinem Alltag, in seinen, wo man ist, sei es, wenn man viel auf dem Büro sitzt, seinen Büro-Schreibtisch aufräumen, mhm, oder dass man da ein bisschen Kopf frei kriegt, mhm, ja, damit da wieder die neue, frische Energie reinkommen kann. Was halt immer so ein bisschen ärgert, ne, dass, wenn die Schubladen da im Büro zum Beispiel voll, mhm, sind. Vielleicht ist es gut, wenn man da mal, ja, Platz schafft. Genau, und wir sind ja in der Fischezeit und die Fische-Sonne beleuchtet ja natürlich diesen Mond, mhm, und beim Fische-Prinzip, also Fische sind halt, ja, die sind sensiblen, die feinfühligen, die Fische haben eine sehr, sehr gute Intuition. Sie sind total kreativ und musisch, fantasievoll. Fische betonte Menschen, die wirken auch sehr weich und sanft, ja, also das ist so, die sind auch nicht so, Fische betont, sind nicht so greifbar, weil, mhm, die sind nicht von dieser Welt, ne? Ja, so ein bisschen die, ätherisch. Mhm. Ja, leben halt so in Fantasiewelten, es ist total schön, also es ist halt so, ne, diese Auflösungswelt, mhm, und das Fische-Prinzip ist natürlich auch für die Spirituelle. Qualität, mhm, ne? Also, wo man sich bei Vollmondritualen verbinden kann, also welche Fragen man sich da stellen kann. Wie bin ich mit der Spiritualität verbunden in meinem Alltag? Ja? Welche Techniken kann ich denn da einbringen in meinen Alltag an Spiritualität, Yoga, Meditation? Mhm. Ne? Bringe ich die vielleicht rein? Sag ich, okay, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde Yoga am Tag. Oder mache ich denn eine halbe Stunde und was macht es mit mir? Bringt es mir was? Oder wie lange mache ich das jetzt vielleicht schon und was hat sich bei mir verändert? Mhm. Also da nochmal reinfühlen. Und welche Gefühle taugen zum Beispiel nichts mehr? Da kann man auch mal ausmisten. Also zum Beispiel, wer triggert mich oder warum bin ich denn da immer vielleicht neidisch oder das Gefühl wurmt mich, mhm, wo kommt das her, dass man das vielleicht aussortiert und da fragt, auch wie kann ich mich besser ernähren, mhm, ja, und wie empathisch bin ich auch in meinem Alltag, ne? Also das ist halt auch eine gute Frage, weil das können wir jetzt gerade ganz gut gebrauchen, ein bisschen mehr Empathie, und, mhm, um mit uns zu verbinden. Also Fische-Prinzip ist ja auch das verbindende Prinzip und dieser Jungfrau-Prinzip ist ja auch der Alltag, wie ich da vielleicht ja auch mehr Verbundenheit und Liebe reinbekomme. Und wenn es halt meinem Umfeld gut geht, dann geht es mir auch automatisch besser, also dass man da so ein mal so reinguckt. Mhm. Also auch so ein bisschen mehr gelebte Spiritualität sozusagen im Alltäglichen. Ne? Mhm. Also das vielleicht gar nicht mehr so als was Getrenntes betrachten, dass ich mich in bestimmten Bereichen zwar mit Spiritualität auseinandersetze, aber im Alltagsgeschehen geht das ja so leicht verloren, dass ich da vielleicht einen leichteren Zugang auch finde,
Das, was ich so an spirituellen Erkenntnissen vielleicht gewinne oder was ich lerne über auch spirituelle Techniken, jetzt Yoga oder Ja. Meditation, dass das leichter und vielleicht auch ein bisschen bewusster in den Alltag integrieren kann. Ja, genau wie so ein, ja, die Fische-Prinzip, so sich erfreuen auch an, oh, jetzt kommen die ersten Knospen, die ersten Blumen, die flippen ja, also meine, die Fische-Leute, die ich kenne, die sind ja immer so begeistert von allen, wo man einfach denkt, mein Gott, ist das, und da mal so, wenn man dann so durch die Natur geht, so sich wirklich an den kleinen Sachen erfreuen, ja. Und so dieses Gefühl der Erfreuung dann sozusagen als Schwingung mitschwingt und das Teilen mit anderen so, so ein bisschen. Genau, das sind so eine kleine Übungen vielleicht, oder dass man sich da so ein bisschen dran hält, und da fühlt man sich einfach besser dann, wenn man da reingeht. Wie bringe ich solche hochschwingenden Geschichten oder Freuden da in meinen Alltag rein, weil man schwingt ja da höher auch gleichzeitig, wenn man sich freut. Und dieser Vollmond, der steht da nicht so ganz alleine, weil im Ort ziemlich nah steht auch der Merkur und der Saturn, also im Fisch bei der Sonne, ne? Und Merkur ist halt der Herrscher von der Jungfrau. Und dieser Vollmond ist auch so ein bisschen eine Prüfung, wo ich jetzt spirituell stehe, ne? Ja, also das ist so, hat so einen Prüfungsvibe, so. So eine Richtung ist die Überzeugung, der Glaube, den ich habe, ist das für mich wahrhaftig? Oder in welche Richtung? Ja, also ein, welches spirituellen Instrumente ich für mich am geeignetsten sind, die zu meiner Wahrheit gehören. Ne? Also manche lesen oder hören sich viele Sachen über Astrologien, aber für die sind, ist Yoga jetzt nicht so das Ding. So, ne? Also welche Geschichten man quasi man benutzt, um sich halt mit dem Überirdischen zu verbinden, ja, was jetzt nicht so greifbar ist, wo man halt immer denkt, das kann ich nicht anfassen, also gibt es das nicht, ne? Aber es ist ja schon irgendwie, also merken wir ja so, dass das schon irgendwie immer so ein bisschen hinhaut, alles, ne? Mit Merkur kann man da halt auch in der Zeit auch gut so spirituelle Sachen lernen, zum Beispiel im Tarot oder Astrologie, oder macht eine Yoga-Ausbildung, ne? Das, oder denkt darüber nach, Mensch, das wäre das was für mich, ne? Da nochmal irgendwie rein zu huschen. Darüber nachzudenken auf jeden Fall. Und durch Saturn halt einfach auch, okay, wo kann ich das denn in meinem Alltag reinbringen? Oder wo kann ich das reinstrukturieren? Ja, ein Austausch auf jeden Fall mit Spiritualität, also Menschen sich zu verbinden, die halt auch auf dieser Ebene schwingen, ist da total schön, sich da zu verbinden. Zum Beispiel zusammen meditieren oder zusammen singen. Sowas, das kann man da, tut da gut. Das ist eine gute Konstellation dafür. Und diese Dinge dann immer versuchen, so in seinen Alltag einzuintegrieren. Ja, dass man das, wenn es einem gefällt, schon immer so ein bisschen ritualmäßig weiterführt. Man kann da auch vielleicht seine Grenzen erkennen, wo man immer so, ja, also hier muss ich mich jetzt abgrenzen, weil das Fische-Prinzip, ne, die Fische-Energie ist jetzt einfach da und die zerfließt, das ist ja wie so ein Fisch, kriegst du nicht gegriffen. Und durch diesen Saturn und Merkur kann man das aber mal so, ja, hier ist meine Grenze. Ne, dass diese Energie ist da auch da, dass man das mehr greifen kann, die Emotionen sozusagen. Ja, halt auch spirituelle Selbsterkenntnis, ne, ist da einfach, also es geht da in der Zeit sehr viel um Spiritualität.
wie ich sie halt, vielleicht kommen da einige drauf erst. Und Leute, die da schon dabei sind, die merken vielleicht, dass sie besser mit anderen Leuten darüber reden können, dass es halt normaler wird auch. Ne? Also kann das in der anderen Richtung auch so ein bisschen mit Grenzen, also Grenzen, die ich mir vorher gesteckt habe, ne? Also dass ich mir vielleicht nicht erlaubt habe, bestimmte Dinge wahrzunehmen oder als wahrhaftig wahrzunehmen. Ne, also saturnische Grenzen sind ja auch auf der anderen Seite immer so ein bisschen limitierend und einengend, dass ich da vielleicht auch mehr Möglichkeiten habe zu erkennen, wo habe ich mir künstliche Grenzen gesetzt durch bestimmte Glaubenssätze zum Beispiel, dass ich die dann auch wieder verschieben kann vielleicht. Also genau, dass man die Grenzen von dem vom Außen bekommen hat, aber die ganze Zeit denken, okay, jetzt sehe ich aber immer die ganzen Zahlen und so und dass man daran, dass man, wenn einem das gut tut, dann, oder wenn, ne, das, was man selbst spürt, dass man das einfach erlauben darf und nicht, was von außen eingegrenzt wurde, dass das nicht fließen mehr darf. Ja. So. Und ja, sich abgrenzen von so, nee, das ist jetzt nicht richtig, das entscheidet man ja immer noch selber, ja, ob das jetzt richtig ist. Um sein Gefühl. Ist ja, man lebt ja mit seinem Körper die ganze Zeit. Und die anderen leben ja nicht in dem Körper. Also wenn es für sich gesund und richtig und wichtig erscheint, dann darf man da, kann man sich abgrenzen von dem, was einem aufgebäumt wurde und dann gucken, was fließt für mich. Was fließt für mich und welche Zeichen schickt mir das Universum? Und das sind meine Zeichen. So. Ja, also. Und man kann ja den Leuten, mit denen man sich verbunden fühlt, darüber reden und für die ist das eh klar. Ja. So. Die sehen das ja auch. Natürlich kann in der Zeit auch so eine, die Spiritualität im Fokus stehen, durch halt auch den Vollmond und halt Saturn. Glaubensfragen können da diskutiert werden und das macht, bringt halt noch Jupiter hinzu, weil Jupiter steht zu diesem Vollmond ein, zum einen im Sextil zur Sonne, also zu dieser Konjunktion da, und zum Trigon zum Mond. Also das verstärkt alles, also gibt dem Ganzen noch so eine optimistische Note mit rein und so, weil ja auch der Jupiter der alte Herrscher ist vom Fische, ja nochmal so eine hoffnungsvolle, vergrößerte Verbundenheit für alle. Also ja, dieser Vollmond steht da sehr, sehr, sehr schön und der Mond, wenn der ein bisschen weiter wandert, der bildet dann auch nochmal eine Drachenfigur, die ist richtig schön, da hat einen guten Flow, sich wirklich halt mit Magie im Alltag und Spiritualität zu verbinden und ja, das einfach fließen und mal gucken, was so bei ihnen reinkommt. So, ne? Also die Fischekarte oder eine ganz wichtige Fischekarte im Tarot ist ja der Gehängte. Ne? Der ist auf der einen Seite, hat der mit Blockaden zu tun, die ich auch nicht verändern kann. Also da bin ich oft eingeladen, diese Blockaden auch zu akzeptieren, die anzunehmen. Aber gleichzeitig lädt er eben auch ein, die Perspektive zu verändern. Ja. Ja, und mir scheint, dieser Vollmond geht da sehr stark in diese Richtung, auch gerade nochmal mit diesem saturnischen Element und aber Jupiter, der Sinnsucher, der Wahrheitssucher auch auf der anderen Seite. Also was ist meine Wahrheit im Vergleich zum Beispiel für, was ja, sieht die Gesellschaft vielleicht als Wahrheit an oder was wird mir da von außen aufdoktriniert und wo habe ich aber auch Möglichkeiten, wie gesagt, andere Fokuspunkte zu legen, alternative Möglichkeiten, alternative Wege einzuschreiten. Oder vielleicht auch den Blick mal nach innen zu richten. Ne? Das schafft ja diese Fischerenergie, die halt quasi auf die Sonne, auf den Mond knallt. Ne? Ja. Also der Fisch sagt ja, lass doch mal fließen zu dieser Jungfrau-Energie. Ne? Die darf da mal auch loslassen. Diese. Und ja, ich freue mich auf diesen Vollmond, weil der könnte schön werden von seiner Energie her, weil er wirklich einen guten Flow, also genau die Dreiecksfigur, dann, diese Drachenfigur bildet wirklich einen guten Flow. Dann haben wir
zwei Tage vorher auch noch eine spannende Angelegenheit, am 22.02. 24 auf 6 Grad befindet sich diese Konstellation Mars und Venus bildende Konjunktion im Wassermann. Mhm. Und die ist so, das ist so, so zwei Themen haben wir hier, zwei Energies, und diese Energie, das ist so, das ist ja wie so ein kleiner Neumond. Mhm. So ein, also fängt ja ein neuer Zyklus an. Da können natürlich so Beziehungsstrukturen sich plötzlich knallhart ändern, ja. Und dass man zum Beispiel mehr Freiraum braucht oder ja, man macht jetzt ein neues Beziehungskonzept, also egal in welchen Art von Beziehung, dass eine Arbeitsbeziehung, eine Beziehung zu seiner Wohnung ist oder eine Beziehung zu seinem Fahrrad, zu seinem Freund oder mhm. Beziehung zu allem, was man, man eine Beziehung führen kann, einfach. Mhm. Ja, so männlich, weibliches wird halt da auch nochmal reformiert. Also mhm. ne, Thema Männlichkeit und weiblich im Wassermann-Prinzip wird da nochmal reformiert, wird nochmal neu betrachtet, geht man anders ran. Das ist so ein Aspekt, wo man halt auch sich ganz schnell verlieben kann. Mhm. Ja. So, man, in Beziehungen hat, da hat man vielleicht so, ich habe jetzt Lust, Pferde zu stehlen, mhm. Mit jemandem, oder man ist auf einer Party und dann ist man, hat man so ein Pferdestehlen-Energy. Es ist auch eine enorme Kraft, wo man Kreativität und innovative Ideen total schnell umsetzen will in Form von Kunst. So. Man hat ganz viele Einfälle. Man kann aber auch ganz reicht Geld ausgeben, mhm. spontan und viele und unüberlegte Einkäufe, würde ich mir überlegen. Und dann habe ich mal so bei mir reingespielt, wie fühlt sich das denn an so? Man hat eigentlich so ein schönes Bild gemalt, man kennt das vielleicht aus einer Kindheit, und dann klatscht man da mit Farbe drüber und dann ist es vielleicht schöner oder halt nicht schön. Also so von der Energie fühlt sich diese Konjunktion an, mhm. ja, weil man schnell unüberlegt vielleicht etwas macht, mhm. wo man sich später vielleicht ärgert und oder sagt, na gut, hab ich's, bin ja froh, dass ich es gemacht habe. Okay, also es ist so ein bisschen was Impulsives, was eine 50-50-Chance hat. Entweder führt es dann nicht so dahin, wo man es eigentlich hinhaben wollte, oder es war genau das Richtige. Mhm. Jupiter verstärkt das Ganze noch im Quadrat. Ja. Also im Zweifelsfall nochmal kurz durchatmen. Ja. Ich würde da noch nicht gleich erstmal kurz drüber nachdenken, ob ich das mache oder nicht. Mhm. Ich würde es machen, aber wie gesagt, jeder muss ja in seinem Flow das tun, was er gerade machen muss. Aber ja, wie gesagt, haben wir da jetzt ein Quadrat drauf mit Jupiter, und der verstärkt ja, also Quadrat Venus, Jupiter. Ja, man ist, und auch noch Wassermann, Energie kommt dazu. Das kann natürlich alles, man kann halt sich wirklich überrumpeln selbst. Mhm. Ja. Also gerade auch so mit finanziellen Sachen. Finanziellen, mhm. auch so schnell verlieben und dann so, ach, das war ja doch nichts. Also es ist auch so eine Las Vegas. Mhm. Okay. Konstellation. Mhm. Ja. So schnell irgendwie Sachen mache ich jetzt. Ja, genau, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt bin ich in der Zukunft angekommen, in meiner Zukunft, und wow. Und dann, ist die ganze Energie nach ein paar Tagen weg und denkt, was habe ich denn getan? Mhm. So, ja, aber vielleicht, wenn man es machen muss, dann macht man es, aber dann, ich würde da erstmal vorher innehalten. Also groß träumen, aber mit der Umsetzung vielleicht noch ein paar Tage warten. Genau, ja. Das kann man ja machen. Diese Konjunktion bildet halt auch noch so ein T-Quadrat zu dem Mond, und man kann halt quasi seine eigenen Bedürfnisse, na, wie soll ich sagen, ja, vernachlässigen, deine eigenen Bedürfnisse betrügen, weil diese spontane Energy einen so übermannt, dass man sich selbst vielleicht mit seinen eigenen Bedürfnissen verrät. Ne? Also sowas wie, Mensch, das hätte ich doch nie gemacht. Also, man ist zu spontan in solchen... Mhm. vielleicht Liebesgeschichten gerade oder Geld, finanziellen Sachen vielleicht zu schnell handelt. Mhm. Würde ich jetzt mal
erstmal abwarten. Ja. Und der Vollmond per se an sich ist halt gut für, also da profitieren die Erde und die Wasserzeichen sehr gut. Vor allen Dingen werden Jungfrauen und Fische den ganz gut merken. Also vor allen Dingen auch, wenn man halt Planeten in Erde oder Wasser hat auf 5 Grad so im Orb. Ja. Und von diesem zweiten Thema mit der Konjunktion Venus-Mars, da sind halt natürlich die Feuer- und Luftzeichen dabei. Mhm. Ne? Also die müssen aber trotzdem ein bisschen aufpassen, aber die werden solche Energien natürlich schnell nutzen. Also da sind ja Feuer und Flamme. Mhm. Da sagt, oh, das nehme ich jetzt mit. Ne? Und Erde- und Wasserzeichen können sich da ein bisschen überrumpelt fühlen. Okay, ne? Ja. Also wie immer, am Ende gilt es auch in der Zentriertheit zu bleiben, bei sich zu bleiben, sich immer wieder auf sich zurückzubesinnen, sich nicht zu kirre zu machen. Also ich finde im Moment die Energien sehr, sehr schnell, sehr wechselhaft. Ja, also manchmal habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, wirklich fokussiert zu bleiben. Da muss ich mich dann wirklich ganz bewusst mal wieder sammeln, mal wieder in die Atmung kommen, mal wieder in die Erdung kommen und dann geht es auch weiter. Ja, wenn es irgendwie geht, mal kurz vielleicht, wenn man zum Briefkasten geht, barfuß. Ja. Und danach ein schönes Salzwasserbad nehmen und sich entladen, ne, von dieser ganzen uranischen Energie, die jetzt gerade haben. Und alle Planeten gehen ja gerade vorwärts. Also ja, sich versuchen zu entladen. Ne? Also ich trage ja im Moment einen Citrin und einen Fluorid und beide sind geeignet, um Struktur und Halt zu geben. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere da auch zu Steinen hingezogen oder andere Hilfsmittel, die auch so ein bisschen helfen können, in der Erdung zu bleiben. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht ein paar Kartoffeln essen da, ein paar zu dem Vollmond, ne? Sachen, die aus der Erde kommen. Mhm. Ja. Wurzelgemüse. Mhm. 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 Schön Kurkuma, Ingwer. Ja. Das tut gut. Mhm. Ja. Ja, super. Ja, also mir scheint, es bleibt sehr, sehr spannend in diesem Jahr. Viel wird aufgewirbelt, aufgewühlt, aussortiert. Das merke ich auch sehr stark, ja, dass man da wirklich eine tolle Energie hat, sich von Altem zu lösen, neue Ordnungsstrukturen zu schaffen. Das befreit sehr, das genieße ich auch im Moment sehr und mich da dann auch nochmal neu fokussieren zu können. Das machen wir mit ein bisschen Magie. Ja, eine Prise Magie darf auch noch mit dazu. Gerade, ja, weil Jungfrau ja dann manchmal auch zu sehr viel, Struktur und so ein bisschen Kopflastigkeit neigen kann. Ja, ne, praktisch. Praktisch. Auch, mit ein bisschen Magie das Gegengewicht dazu bringen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katja. Ja, ich bin wie immer sehr gespannt auf diesen Mond. Und ja, wir schauen natürlich auch gleich mal noch in die Tarotkarten, welche Hinweise und Tipps vielleicht die auch noch bereithalten für uns. Ja, und bei dir bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Lieben, dann schauen wir also auch noch in die Karten. Und wie immer werde ich hier verschiedene Themenbereiche wieder abfragen. Und zwar zum einen den Themenbereich Finanzen und auch Beruf kann das betreffen. Ich werde auch abfragen, das Beziehungsfeld, auch hier kann es sich um vielfältige Beziehungen handeln, im romantischen Sinne, im freundschaftlichen Sinne, im familiären Kontext oder eben auch hier im beruflichen Kontext. Und ich werde auch auf das Themenfeld Spiritualität eine Karte ziehen. Wir schauen mal noch, welchen Hinweis es gibt von den Karten. Und wir schauen natürlich auch, wie die Reise hier weitergeht. Okay, die Karten haben sich gezeigt. Ich werde die mal ganz kurz ein bisschen sortieren hier.
Okay, also die Themenkarte, die sich gezeigt hat, ist die 4 der Münzen. Und ja, das haben wir gerade im Gespräch auch schon gehört. Also mit finanziellen Themen sollte man hier vielleicht ein bisschen vorsichtig sein oder eben generell vor krassen Entscheidungen, die so ganz anders irgendwie eine andere Seite in dir zum Vorschein bringen als das, was du gewöhnlich tust. Ja, vielleicht da tatsächlich noch mal ein bisschen in sich gehen, noch mal ein bisschen durchatmen, um zu gucken, ob das wirklich der richtige Schritt ist, den man da vorhat, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, die da mal so ganz spontan vielleicht eben auch aufgekommen ist. Denn die 4 der Münzen, das ist schon eine Karte, die eher so ein bisschen zur Zurückhaltung auch auffordern kann. Ja, manchmal ist es zu viel Zurückhaltung, aber ich denke, an der Stelle könnte es durchaus ja ein guter Hinweis sein, vielleicht die Dinge ein bisschen gemächlicher anzugehen, als so die erste Energieimpuls möglicherweise ja anzeigt oder wozu er anregt. Ich lege auch mal noch eine Klärungskarte dazu. Was haben wir hier? Okay, die Liebe, das ist eine Karte, die mit Herzentscheidungen zu tun hat. Ja, also spür hier nochmal ganz genau vielleicht in dich rein, bevor du einen größeren Geldbetrag ausgibst, ja, oder andersweitig, wie gesagt, so ein bisschen impulsiven Gelüsten hier vielleicht nachgehen möchtest. Sind das wirklich meine Herzenswünsche? Ist das wirklich meine innere Überzeugung? Ja, und wie gesagt, entscheide dann wirklich aus dem Herzen. Für andere, ja, das war ja so ein bisschen das andere Extrem vielleicht, was Katja angesprochen hatte, ist dann vielleicht auch zu viel Zurückhaltung, ebenso nicht so sinnvoll, auch hier ins eigene Herz hineinspüren, wovon lasse ich mich vielleicht gerade zurückhalten, ja, welche Ängste, vielleicht auch alten Ängste, alte Muster erkenne ich vielleicht auch in meiner Zurückhaltung und wo bin ich vielleicht auch angeregt, doch den Schritt nach vorne zu gehen, auch so ein bisschen den mutigen Schritt nach vorne zu gehen, um hier wirklich wichtigen Herzentscheidungen auch genug Raum zu geben. So viel also mal zu der Thematik, ja, und in dem Themenfeld Finanzen und auch berufliche Thematiken, da hat sich die Königin der Stäbe gezeigt. Wie alle Stäbe-Hofkarten kann natürlich auch die Königin der Stäbe so ein bisschen zu Impulsivität neigen. Es ist aber auch die kraftvollste, also eine sehr mutige Königin. Allerdings, ja, Königinnen und Könige, die können ja neben unterschiedlichen Personen auch anderes noch anzeigen. Und so stehen die Königinnen eben auch ein bisschen mehr für die Innenschau, während die Könige mehr für die äußere Hand. Handlungsebene stehen. Also es könnte hier durchaus sein, dass ganz interessante Impulse vielleicht in dir aufkommen, ja, ganz interessante Ideen auch in dir aufkommen, wie du dich vielleicht beruflich erweitern kannst, verändern kannst, aber behalte das vielleicht zunächst mal als diese innere Idee, setz dich im Inneren damit auseinander, sammel vielleicht auch den Mut, wenn du dich am Ende wirklich dazu entschließt, größere Schritte hier zu unternehmen, aber handele vielleicht noch nicht in dieser Spontanität, auch hier noch mal ganz besonders, was vielleicht größere spontane Ausgaben angehen würde. Setz dich mit dieser Idee auseinander, spür auch in deinen Mut hinein, ja, auch so ein bisschen die Balance finden, wo bin ich vielleicht zu risikoängstlich, wo lasse ich mich zu sehr von Angst zurückhalten oder wo wäre es jetzt auch tatsächlich sinnvoll, diesen Schritt, diesen mutigen Schritt nach vorne zu gehen. Auch hier schauen wir noch mit einer Klärungskarte drauf. Okay, ja, das Solarplexus-Chakra, auch das ist natürlich ein eher mutiges und auch eher aktives Chakra, ja, aber wenn das so ein bisschen aus der Balance geraten ist, dann kann das natürlich auch so ein bisschen zu, ja, was kostet die Welt oder nach mir die Sinnflut-Energie erzeugen, ja, dann ist so ein bisschen zu viel Ego manchmal auch drin, also ich denke, hier ist es wirklich gut, in die Balance hineinzufühlen, ja, also auch diese Fische-Energie für sich zu nutzen und zu gucken, was ist das Richtige. Ja, darf ich hier optimistisch sein und auch so ein bisschen mal aus dem Vollen schöpfen oder meldet sich hier jetzt das Ego, das jetzt unbedingt irgendwie was umsetzen möchte, was aber vielleicht auf die lange Sicht nicht so sinnvoll wäre, nicht so nachhaltig wäre. Ja, in im Beziehungsfeld, da haben wir das Ast der Stäbe, auch das hatten wir ja gerade im Gespräch schon, ja, dass hier
Holterdiepolter, vielleicht sich in Liebesdingen gerade auch sehr schnell was verändern kann. Auch hier ist eine Impulsivität drin. Ja, also die Asse, die stehen natürlich immer auch für ein Potenzial, eine Möglichkeit, die im Raum steht. Aber auch hier vielleicht nochmal ein bisschen zurückverwiesen auf die Themenposition, wirklich in sich hineinspüren. Halte ich an was Altem fest, ja, und spüre, dass sich jetzt für mich eine Tür öffnet, eine bestimmte Form der Beziehung, eine bestimmte Leidenschaft eben auch auszuleben, ja, oder lasse ich mich hier gerade von einem spontanen Gefühl irgendwie verleiten, ja, und ja, sollte hier vielleicht auch in dem Feld ein bisschen zurückhaltender sein. Also ich denke, Balance ist auch hier vielleicht eine ganz gute Maßgabe. Das ist ja auch das, was die Hinweiskarte zeigt. Und auch hier schauen wir trotzdem nochmal. Ja, da haben sich auch gleich zwei Karten gezeigt. Zwei Hinweiskarten. Also einmal das Sakralchakra, was ja auch natürlich ein sehr körperliches oder körperbetontes Chakra sein kann, ja. Gerade was neue Bekanntschaften auch angeht, aber ganz deutlich hier mit der Balance bleibt zentriert, ja, wäge auch sinnvoll, klug, nachhaltig dennoch ab, ja, und aber auch hier nicht zurückhaltend, zu zurückhaltend sein aus Ängsten, wenn du eigentlich spürst, okay, doch, das ist genau der richtige Schritt, das ist der mutige Schritt nach vorne, das ist genau das, worauf ich vielleicht gewartet habe, ja, und ich denke, hier gilt es wirklich sehr, sehr individuell in sich hineinzuspüren. Ich denke, das ist auch so ein bisschen was, was die Gerichtkarte hier anzeigt auf dem Themenfeld der Spiritualität. Ja, also hier gilt es auch in dieser Gerichtkarte oder sie lädt uns oft ein, die Dinge mal so ein bisschen aus einer Distanz zu betrachten, vielleicht den Schritt zurückzugehen oder das Ganze aus der Vogelperspektive zu betrachten, ja. Was macht für mich wirklich Sinn? Es ist natürlich auch eine Karte der Intuition, der Herzensstimme und das hatte Katja auch nochmal unterstrichen, ja, öffne dich deinen Träumen, schau hinein, ja, welche Gefühle blockieren dich, welche negativen Denkmuster blockieren dich, was kann ich auflösen, was möchte ich verändern, wo möchte ich mich hinbewegen, ja, und auch so den inneren Weckruf ein bisschen zu hören und wie gesagt, ich denke, der hat auch nochmal viel zu tun mit dieser Themenposition. Auf der einen Seite, wo halte ich mich zu sehr zurück und auf der anderen Seite, wo lasse ich mich vielleicht eben auch mitreißen? Also unbedingt hier auch die eigene Herzensstimme ganz, ganz bewusst wahrnehmen und sich damit verbinden. Und generell kann die Gerichtkarte natürlich auch, da es ja auch noch eine plutonische Karte ist, eine Skorpionkarte mit tiefer Transformation, Weiterentwicklung zu tun haben. Ja, auch nochmal das Themenfeld Authentizität möchte ich hier ansprechen. Ja, Authentizität zum eigenen Sein, zu den eigenen Bedürfnissen, zu der eigenen Spiritualität. Okay, auch spannend. Da haben wir die Machtkarte, die zum Teil eben auch eine skorpionische Karte ist, allerdings mehr aus dem Mars-Aspekt, den Pluto ja auch hat. Ja, also hier nochmal abklopfen. Was ist nachhaltig für mich? Was ist wahrhaftig für mich? Was ist vielleicht eher so ein bisschen aus einer Ego-Energie heraus angeleiert oder steht Entscheidung, Pate sozusagen, ja? Oder wo darf ich eben auch in diese Pioniergeist-Energie dieser Karte kommen, ja? Also es ist ja auch eine Widderkarte, also auch der mutige Schritt nach vorne, sich neu entdecken, sich neue Bereiche sozusagen im Leben vielleicht auch einrichten oder erobern. Auch hier Balance ist, denke ich, das A und O zu diesem Mond. Und wie gesagt, das ist auch genau die Botschaft der zwei der Münzen auf der Hinweisposition. Und die zwei der Münzen gehört zu den Entscheidungskarten. Aber hier steht auch oft so ein bisschen wirklich der praktische Ansatz im Hintergrund. Ja, also auch keine zu schnellen Entscheidungen zu treffen. Ja, also die Münzkarten sind ja immer eher auch so gemächliche Entwicklungskarten. Ja, also hier nochmal wirklich sorgfältig in sich hineinspüren, sorgfältig abwägen, was ist nachhaltig, langfristig sinnvoll für mich. Ja. Okay, ich schaue hier nochmal ein bisschen, weil die Zahl der Münzen auch sehr unterschiedliche Bedeutung hat. Ja, also es könnte natürlich auch sein, dass hier für den einen oder anderen bestimmte Ideen
Orte, ja, vielleicht auch eine Person wieder aufs Tablett kommt zu diesem oder um diesen Mond herum. Ja, also, dass sich hier vielleicht eine erneute Tür auch öffnet, bestimmte Wünsche, Träume, Ziele umzusetzen, die man vielleicht aus Vernunftsgründen, vielleicht auch aus gewissen Ängsten mal hinten angestellt hat. Ja, und diese ganze kraftvolle, feurige Energie, die sich hier gezeigt hat, ja, die jetzt natürlich auch so ein bisschen nach vorne tragen kann, die ja die eigene Courage auch irgendwo so ein bisschen unterstützt, ja, die könnte natürlich ja auch ganz gut eingesetzt werden, vielleicht hier, wie gesagt, dann noch mal was umsetzen zu können, von dem man schon länger irgendwie vielleicht geträumt hat, was man vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt schon mal umsetzen wollte. Aber auch hier würde ich mal sagen, gilt es, ne, das Ganze immer wieder auch sorgfältig abzuwägen, das so ein bisschen in die Jungfrau-Energie reinzubringen, sich nicht zu sehr vom träumerischen Fisch hier davontragen zu lassen, ja, sondern in die kühle Analyse auch hier, denke ich, der Jungfrau einzusteigen und das Ganze sozusagen dann auch in Harmonie miteinander zu bringen. Okay, Intuition, ja, also auch hier wird nochmal auf die Herzensebene, auf die eigene Intuition verwiesen. Und die Intuition kann auch nochmal eine Geduldskarte sein, ja, auch die kann nochmal dazu einladen, zum einen, ja, in das eigene Herz hineinzuspüren und dann aber auch nicht zu schnell zu krasse Ergebnisse zwingend zu warten, sondern hier wirklich auch so ein bisschen mehr auf den natürlichen Entwicklungsprozess zu vertrauen, ja, zwar bestimmte Impulse dann aufzugreifen, ja, aber nicht in den Selbstzweifel gehen, wenn die Dinge nicht sofort Gestalt annehmen im Außen, sondern dem wirklich auch dann ein bisschen Raum geben, ein bisschen Gelassenheit geben, dass es sich eben auch entwickeln kann. Und interessanterweise hat diese Karte auch sowohl Fische-Energie als auch Jungfrau-Energie. Also nochmal diese beiden Energien, das Träumerische und das mehr ja, handfeste, bodenständige der Jungfrau in Harmonie miteinander zu bringen. Ich denke, da fährt man ganz gut damit. Und dementsprechend, ja, die 9 der Stäbe in der weiteren Entwicklung, die könnte hier auch nochmal recht ambivalent sein, je nachdem, wie gut es einem vielleicht eben gelingt, in diesem Balanceprozess, in diesem Balanceakt die Linie zu halten. Manchmal kann das natürlich so ein bisschen die Karte der Reue sein. Man wacht ja mit so ein bisschen Katerstimmung auf und schaut auf die vergangene Nacht und denkt sich, okay, das war vielleicht nicht so sinnvoll, was ich hier getan habe. Ja, also wie gesagt, dieses Spontane, das hier drin steht, für einige könnte so ein bisschen zum Kopfschmerz erwachen führen. Aber auf der anderen Seite ist hier auch Mond im Schützen, die astrologische Zuordnung dieser Karte. Und ja, das hat eben auch zu tun mit Wachstum und aber manchmal eben auch zu viel Selbstzweifel, zu viel Ängste, die diesen Wachstum auf einer gewissen Art blockieren. Und hier auch nochmal kann es durchaus sein, dass hier für den einen oder anderen eine bestimmte Situation erneut sich sozusagen zeigt und man auch die Möglichkeit hat, mit anderen Augen, ja, also dieser Perspektivwechsel war vorhin ja auch so ein Thema, eine vergangene Situation nochmal mit anderen Augen zu betrachten, die Entscheidungen, die gefallen sind, nochmal mit anderen Augen zu betrachten, das Ganze als einen Lernprozess anzunehmen und das, was so aus diesem analytischen Blick heraus an Erkenntnissen gewonnen worden ist, das eben dann auch in die Zukunft zu integrieren. Ja, also mir scheint, darauf läuft es so ein bisschen hinaus, wie gesagt, alles so ein bisschen ambivalent in dieser Legung und generell denke ich, mit diesen Energien natürlich auch mit Venus-Mars-Energie. Ja, das sind natürlich auch so ein bisschen die zwei Spannungsfelder, die zwei Extreme, ja, die eben auch danach verlangen, tatsächlich in diesem Zeitraum, gerade mit dem Wassermann-Hintergrund, in eine neue Balance zu kommen. Und die Hinweiskarte, die sich jetzt dazu noch gezeigt hat, ist die Stärke. Ja, auch die hat so eine gewisse analytische Energie, ja, gerade im Zusammenhang mit gewissen Ängsten, mit vielleicht auch einem gewissen Sicherheitsbedürfnis, ja, das sich in Ängsten ausdrückt oder in Zweifeln eben auch ausdrückt. Aber auf der anderen Seite
Seite, ja, auch hier nochmal viel Aktivität, viel Wachstum. Optimismus ist ein ganz wichtiges Stichwort bei dieser Karte. Ja, und aktiv, ganz gezielt die Bedürfnisse anstreben, die Ziele umsetzen, die man sich vorgenommen hat. Ja, wie gesagt, hier vielleicht mit so einem kleinen Lernprozess eben noch im Hintergrund, aber sich dann nicht von gewissen Erkenntnissen, vielleicht auch ein bisschen schmerzvollen Erkenntnissen blockieren lassen, sondern die aktiv sozusagen diese Erkenntnisse ins eigene Leben umzusetzen, ja, und hier einiges zu transformieren. Sieht spannend aus, auch im Spiegel der Karten hier sozusagen. Also ich bin schon sehr, sehr neugierig auf diesen Mond und ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.